Hallo, ich hatte wieder mal Langeweile, hab was ganz Tolles gesehen. Stehe auf LEDs. Diese kleine Pyramide mit einem IAP als Steuerung, USB. Wie gesagt, alles mit RGB-LEDs ausgestattet. Habe ich gesehen, wollte ich mal nachbauen. Finde ich auch nicht schlecht, dekomäßig oder sich das hinzustellen in der Ecke oder so. Ich lasse das mal an. Was soll ich über das Ding viel erklären? Da gibt es nicht viel zu erklären. Ist ein bisschen Lötarbeit und ein bisschen Schraubarbeit und da ist das Ding schon erledigt. Ich habe gleich mehrere. Ich stelle die dann zusammen wie ein Kleeblatt. Sieht echt toll aus, aber ich zeige mal das Ding in Aktion. Und auch eine schöne Deko-Geschichte. Vielleicht fürs Kinderzimmer, um den Spross ein bisschen zu beruhigen als gute Nachtlicht. Oder die Blumenecke oder irgendwas anderes ein bisschen zu hinterleuchten. Ist halt ein bisschen bringt halt ein bisschen Leben in die Ecke rein. Also wie gesagt, das muss man mal gucken. Wenn man ein bisschen was rumspielen will, kann man halt über diesen kleinen Sensorpad, der dran ist, das auch mal ein bisschen umstellen. Einfach so. So, also sind verschiedene Sachen drauf, die laufen dann einfach durch, wenn man nichts macht. Und ich wollte es euch mal zeigen, wie das aussieht. Viele werden sagen, es ist Spielerei. Wahrscheinlich ist es auch eine Spielerei, aber ich finde, es sieht halt ganz stark aus. LED-Pyramide. So, das war's erstmal für die Woche und ansonsten, ich werde mal gucken, was ich mir als nächstes vor Langeweile einfallen lasse. Okay, tschüss.